Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dark Project 2, The Metal Age. Bei diesem Spiel gibt es nur leider ein kleines Problem. Fraps nimmt nämlich das Menü nicht auf und meine Stimme wird nicht aufgenommen, nur der Ingame-Sound. Das heißt, ich habe nebenbei den Audiorekorder laufen und nehme damit meine Stimme auf. Und ja, wir sind jetzt hier schon beim ersten Level. Das Menü könnt ihr noch nicht sehen. Und das Level heißt der Trauzeuge und das heißt, ich muss das leider alles vorlesen. Wir spielen auf Schwierigkeiten normal. Der erste Punkt, den wir machen sollen, helfen Sie Basso und Jennifer bei ihrer Flucht aus dem Anwesen. Sie müssen das Terrain erkunden, um sicherzustellen, dass der Weg für Basso frei ist. Der zweite Punkt, wenn die Luft rein ist, geben Sie Basso das vereinbarte Signal. Sie müssen in seiner Nähe sein, damit er Ihren Vogelruf hören kann. Punkt 3. Jennifer wäre zu Tode betrübt, wenn wegen ihr jemand sterben müsste. Töten Sie niemanden. Und jetzt fangen wir an und dann dürftet ihr auch was sehen. Für mich waren Gefühle immer gleichbedeutend mit geschnappt werden. Beides wirkt sich negativ auf meinen Beutel aus. Leider nimmt nicht jeder seinen Beruf so ernst wie ich. Ein alter Freund von mir, Basso der Boxer, möchte die Zofe von Lady Rumford Jennifer heiraten und mit ihr ein glückliches Leben führen. Schätze, der Knabe hat im Knast seinen Sinn für das Wesentliche verloren. Dumm für Basso, aber Lady Rumford hat andere Pläne. Nach einer Hochzeit würde die gute Jennifer vermutlich kündigen. Deshalb hat sie die alte Rumford zusammen mit ihrem weltlichen Besitz in ihrem Anwesen eingeschlossen. Basso hat mich gebeten, dass ich seine Herzdame dort raushole. Immerhin gehört das zu meinen Spezialitäten. Ich nehme ja normalerweise keine derart sentimentalen Aufträge an, aber das Rumford-Anwesen könnte einem Mann wie mir lukrative Möglichkeiten bieten. Außerdem schuldet mir Basso dadurch einen Gefallen. Und das kann in meinem Beruf eines Tages verdammt wichtig sein. Ich steige in der Nacht ein und sondiere für Basso das Terrain. Dann kann der verliebte Trottel seine traurige Herzdame ausführen. Nebenbei lasse ich einige Souvenirs für die Pfandhäuser der Stadt mitgehen. Dadurch sollte sich der ganze Aufwand auch für mich lohnen. Wenn nicht, wird Basso sich wünschen, er dürfte wieder im Crackleft-Gefängnis verrotten. Und wieder einmal zeigt sich, Ehrlichkeit ist menschenfreundlich, lohnt sich aber nicht. Ich habe das Schloss an der Seitentür für dich geknackt, Garrett. Das ist der beste Weg hinein. Danke, Basso, dass du uns das Schloss da geknackt hast. Das finde ich gut. Tja, also das ist das Spiel. Seht euch diesen tollen Himmel an. Ich werde das Spiel für euch heller machen. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Ja, mache ich jetzt, aber ihr werdet die Karte nicht sehen. Das finde ich immer sehr schade, dass ihr die Karte nicht sehen werdet. Deswegen hoffe ich, dass ich da nicht so oft drauf gucken muss. Ah, okay. Das funktioniert, finde ich gut. So. Wir machen einen... Das muss die Tür sein, die Basso erwähnt hat. Wir machen einen Krach. Sollte aufpassen, wer oder was uns hier sieht. Das ist alles nicht wertvoll, aber das ist wertvoll. Wunderbar, der Butler hat heute Nacht frei. Er hat das Licht brennen lassen. Ja, er hat das Licht brennen lassen. Finde ich gut, ne? Obwohl du eigentlich kein Licht magst. Oh, her damit! Ah, die Tür ist... sind zu. Oh, geh doch runter, Garrett. Was? Oh, hier geht's hoch. Will ich da hoch? Ich glaube, ich will da nicht hoch, nein. Ich will da hin. Und ich sehe nichts. Gesundheit. Gesundheit. Ach, da ist Licht. Oh, ich sollte einen Blick um die Ecke werfen. Keine Ahnung, woher das Licht kommt. Tja, woher kommt das Licht? Hier ist es mir entschieden zu hell. Vielleicht kann ich die Fackel mit einem Pfeil löschen. Ja, kannst du ganz bestimmt, lieber Garrett. Ganz bestimmt sogar. Leg es aus. Verfluchte Fackeln, die gehen ständig aus. Tja. Mann, red nicht lange. Mach sie wieder an. Ich habe meine Zünderbüchse verloren. Warum machst du es nicht selbst? Zünder. Wer beschwert sich denn ständig? Etwa ich? Oh mein Gott. Oh. Schon wieder eine Wache. Ich sollte dem Kerl das Licht ausknipsen, solange er mir den Rücken zudreht. Wäre wohl gut, ja. Und tschüss. Gib dein Gold her. Kann ich dich aufheben? Ich möchte dich aufheben.
Du sollst hier nicht liegen. Du sollst hier weg. Nur wo lege ich dich hin? Boah, Katze, geh mir aus dem Weg. Wo tue ich dich denn hin? Hoffe, hier wohnt gerade keiner. So. Ich höre jemanden laufen. Fuck. Geh weg. Ich hoffe, du bleibst da hinten. Also ich liebe dieses Spiel. Aber so ist irgendwie blöd. Mit der Aufnahme ist blöd. Und mit dem Ton, das ist blöd. Aber egal. Spielen wir einfach ein bisschen. Ach, du läufst immer noch da. Da ist eine Tür und eine Küche. Ach, ist auch alles wertvoll, okay. Ich sollte sehen, dass die Luft rein ist für Basso. Oh ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß ganz genau, dass hier jemand lebt. Das weiß ich doch. Oh, was für ein sehr toll modellierter Kronleuchter. Irgendwie habe ich Angst, hier rumzulaufen. Boah, Katze, du nervst. Ich habe dir eben die Scheißtür aufgemacht und du wolltest nicht. Ich höre jemanden. Finde ich nicht gut. Wo kommst du lang? Ich höre dich doch. Und du kommst näher. Ach, da bist du. Okay. Die anderen sind es alle oben. Die anderen sind alle noch nichts mehr zu essen. Nichts mehr was zu essen, du arme Sau. Du tust mir jetzt aber sehr leid. Sir? Nix, Sir. Das war ich. So. Kann ich das da aufmachen? Läuft hier noch jemand Wache? Ich hoffe nicht. Kann ich dich da nicht irgendwie rein? Geh da rein. So, komm her. So. Finde ich doch schon mal besser. Und ich sollte mal gerade speichern. Ach, ich bin doch blöd. Ich kann doch schnell speichern. Ja, Speicherung erfolgte. Normalerweise speichere ich nicht gerne mit der Schnellspeichertaste, aber damit ihr das blöde Menü nicht ewig sehen müsst, beziehungsweise ihr seht es ja nicht. Wir machen ein bisschen Musik. Noch ein bisschen Gold. Nehmen wir doch gerne. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, Marmorboden. Ich hasse Marmorboden. Zum Glück ist hier keiner, weil wir machen so einen Krach. Ah, ein schönes Klo. Wo nicht mal Wasser drin ist. Lecker. Schön, ja. Wie habt ihr das sauber gemacht früher? Da, die Toilette? Oh Gott, wir laufen hier so laut rum. Das ist nicht gut. Und ich hörte schon wieder jemanden. Seltsames Geräusch. Ja, ganz seltsam. Ich hoffe, du kommst nochmal hier hin. Weil dann möchte ich dich gerne irgendwie bewusstlos schlagen. Aber eigentlich müssen wir hier gar nicht hin. Aber egal, wir laufen hier trotzdem ein bisschen rum. Speichern wir nochmal schnell. Wir können's ja. Komm zurück. Ich will dich gern bewusstlos schlagen mit meinem Knüppel. Geh mal wieder runter, Gerrit. Ach ja, ich mag dieses Spiel. Aber ich glaube, ich muss doch noch umstellen mit der Lauferei. Weil man kann einstellen, ob er schnell laufen soll, ob er langsam laufen soll. Joix, geh zurück. Ich hasse diesen Ort. Ja, es ist wirklich alles unerträglich. Ja, es ist wirklich alles unerträglich. Deswegen darfst du dich jetzt auch schlafen legen. Da wäre ich sehr für, dass ich dich jetzt schlafen lege. Habt ihr noch Wachen hier? Leute hier? Keine Ahnung. Also blind ist das Spiel auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, hier oben bin ich noch nie rumgelaufen. Deswegen ist es jetzt doch irgendwie blind. Also hier oben. Zumindestens.
Komische Treppe hier. Und sehr dunkel. Ihr werdet mehr sehen als ich, das kann ich euch schon versprechen, weil ich das heller stellen werde für euch. Weil sonst werdet ihr nichts sehen. Und das wäre ein bisschen dumm, wenn ihr nichts seht. Oh, eine Bürste. Und ein Schlüssel. Und ein Bett. Können wir da schlafen? Ah, das Bett ist mal weich. Da gibt es auch andere Betten, die sind sehr hart. Das werdet ihr dann hören. Können wir die Blumen nehmen? Wir können die Blume ausschließen. Cool, wir schließen eine Blume auf. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wo kommen wir da raus? Ach, in so einem dunklen Raum. Naja. Also ich glaube, das war's hier oben auch schon. Das ist auch nur eine Blume, ein Bild. Eine Frau auf so einem komischen halben Sofa da. Dann gehen wir wieder runter. Wir sollen eh nicht hier oben rumlaufen. Oh, Gerrit. Mach doch nicht so einen Krach. Jung. Das gibt nur Ärger. Irgendwie sehen die Räume hier auch alle gleich aus. Ich wollte gerade eben sagen, hier war ich doch drin, aber die Tür war zu. Haha. Also ich glaube, ich möchte einfach nur runter. Ich möchte zu Jennifer. Oder ich kann das gar nicht aussprechen. Auf jeden Fall heißt sie nicht Jennifer. Sie wird anders geschrieben. Aber man spricht es so aus. Wo zum Teufel bin ich reingekommen? Wo bin ich reingekommen? Von hier? Ja, klar, von hier. Oh, ja. Ich muss das auf jeden Fall umstellen. Wir machen einen Krach. Das ist nicht mehr normal. Oh, ein schönes Feuerchen. Ah, ein goldener Teller. Ah, ein Schalter. Halt, komm wieder runter. Ah, das ist bestimmt der Essensaufzug, ne? Und da oben ist eine Wache. Naja, da will ich aber nicht hin. Ich möchte zu Jennifer. Jennifer. Oder Gwennifer. Oder was weiß ich, wie die Olle heißt. Auf jeden Fall ist Basso in sie verliebt, möchte sie gerne heiraten und flachlegen und Kinder mit ihr haben. Und ich glaube, der Weg ist richtig. Und ich höre eine Wache. Ich hoffe, ihr hört sie auch. Ja, von links kommst du. Hahaha. Gut, dass du genau darum drehst. Ja, warum spiele ich auf Schwierigkeitsgrad normal? Weil ich es besser finde. Weil bei Experte und so muss man ja immer aufpassen, dass man niemanden tötet. Und ich finde, das Spiel gibt einem schon mal die Möglichkeit. Warum soll man sie dann nicht nutzen? Ach, hier ist so. Und das Bett ist hart. Auf jeden Fall ist das hart. Kannst du da mal hochspringen? Nee, das ist auch weich. Warum sind bei mir die Betten weich und in anderen Let's Plays sind die Betten hart? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal, ob da einer drin liegt oder nicht. Naja, ich mache euch gleich das Licht an. So, noch ein bisschen Gold, ein paar Truhen. Ich mache euch gleich das Licht an. Hm, genau. Oh. Ja, und die könnt ihr leider auch nicht lesen. Dunja, manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der in den Straßen das Verbrechen regierte, wie der Sheriff so schön sagte. Damals hatten wir auch Angst. Angst, dass uns jemand unsere Beutel stehlen könnte. Heute legen sie dich in Ketten, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Ich frage mich, was besser ist. Ach, ich wünsche, die alten Zeiten kehrten zurück. Zum Teufel mit Truart und seinen Kumpanen. Genau, ja, gib's denen mal richtig. Tust du das auch wieder irgendwie weg? Ja. Gut. Das ist schade, dass ihr das nicht lesen könnt und ich euch das vorlesen muss. Ich sehe nicht mal, ob es hier weitergeht. Oh Mann. Und ich höre eine Waffe pfeifen. Aha. Eine Wache pfeifen. Du pfeifst da. Das höre ich doch. Das habe ich doch ganz genau gehört, habe ich das doch. Wenn ihr sehen könntet, wie nah ich jetzt am Bildschirm klebe, weil ich... Hier schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Nein, hier schleicht kein Fremder rum, nein. Aber ist auch schön, dass du da stehst. Früher oder später finde ich dich. Du findest mich nicht. Vergiss es. Ich darf... War vermutlich nur der Wind. Ja, es war auch nur der Wind. Warum stehst du denn da? Nein, falsche Taste. Ah. Ja, und wie kriege ich dich da weg? Oder wie komme ich da durch?
Gar nicht wahrscheinlich, ne? Hier ist auch keine... Ja, aber von hier geht's da nicht durch. Hab ich denn irgendwas, um dich abzulenken? Wasserpfeile? Ja, aber ich kann dich nicht von vorne knüppeln, das geht nicht. Ich kann dich nur von hinten knüppeln, aber doch nicht von vorne. Oh Gott, Frontalangriff, oder? Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Was hab ich? Oh, laden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wusste, dass das nichts wird. Ja, aber ich komme hier doch nicht weg. Wie denn? Nein, hier schleicht keiner rum. Ist da wer? Ja, aber nicht hier. Hehehe. Hier ist niemand. Niemand. Hä? Zum dritten Mal in dieser Schicht. Ja, zum dritten Mal. Nerven. Ja, und hier liegt die eine Wache, die ich hier abgelegt habe. Ja, nett. Moment mal, da geht's doch auch rein. Da geht es rein. Nee, da bin ich hergekommen. Haha. Oh mein Gott. Ich muss mal leider auf die Karte gucken. Das tut mir sehr leid. Tja, wo ist sie denn? Werkstatt, Wachen. Ah, verstehe. Durch die Küche. Und da ist sie. Okay. Also ich muss durch die Küche und dann hinter ihm durch. Durch die Küche. Küche, wo bist du? Die Frau muss in die Küche. So, hier ist ein Lagerraum. Da habe ich eine Wache getötet. Und hier muss irgendwo eine verschlossene Tür sein von der alten. Ich weiß nur nicht wo. Die sind ja alle offen gewesen. Ah, hier sind aber noch mehr. Ne, die haben wir alle aufgemacht schon. Ja, aber sie muss hier ja irgendwo sein. Sagt mir zumindest die Karte, dass sie hier irgendwo sein muss. Aber hier ist sie nicht. Das verstehe ich nicht. Wo bin ich hier schon wieder? Oh, Wache, ich höre dich. Tja, das ist die Tür zu ihrem Zimmer. Das Schloss dürfte für Basso kein Problem sein. Er ist zwar nicht besonders heller, aber Schlösser knacken kann er. Ja, du bist nett, ja. Und jetzt muss ich den holen und mit dem hier hinlaufen. Hahaha, nee, vergiss es. Boah, Glück gehabt. So, jetzt möchte ich gerne wieder zurück. Also die Tür haben wir gefunden. Jetzt möchte ich hier nur wieder weg. Und zwar da lang. Und dann können wir Basso holen und dann ist diese Mission vorbei. Ah, und hier sind wieder meine Freunde. Oh, Garrett. Ihr seht mich nicht. Nee, da bin ich nicht hergekommen. Ich bin hier irgendwo aus diesem dunklen Gefilden gekommen. Ah, genau da. Nein, ich will immer noch nicht hoch. Mein Gott, was mache ich denn hier? Ich will doch nur diesen komischen Basso-Spacken holen. Basso. Flöte. Ja, komm. Bassolein, komm mit. Komm, Basso. Basso, komm. Wo bist du? Ja, Basso ist da drin. Das weiß ich, dass der da drin ist. Da steht er. Ja, komm. Put, komm. Ach, jetzt läufst du selber, oder was? Ich hoffe, du wartest auf mich. Aber gut. Speichern wir nochmal. Oh Gott, der läuft genauso schnell. Das ist auch nicht gut. Geh doch langsamer und vor allem leiser. Oh Gott, deine Schritte machen so einen Krach. Der kann da einfach so vorbeigehen. Das finde ich schon genial. Basso, warte. Lauf nicht so schnell. Bassolein. Wo bist du, Basso? Da bist du. Warum konntest du die nicht direkt selber befreien? Du hättest das doch auch machen können, das, was ich gemacht habe. Du hättest denen doch auch einfach mit einem Knüppel auf den Kopf hauen können. Warum musste ich das machen?
Komm, geh. Mein Gott, Basso, ich dachte, du bist so verliebt. Dann beweg dich gefälligst doch schneller. Ich bin ja schneller bei deiner Geliebten als du. Mach Tür auf. Ist doch deine Geliebte. Da ist sie. Basso. Komm mit. Ja, komm schnell mit. Geht. Muss ich euch jetzt auch wieder raus begleiten? Oder hört die Mission jetzt auf? Nee, ich muss euch raus begleiten. Was bist du für eine Frau? Was hast du für Klamotten an? Naja. Egal, wo die Liebe hinfällt, kann man da nur sagen. Oh Gott, wir machen einen Krach, dass die Wachen uns noch nicht gehört haben. Vor allem, wie kann man Moos in so einem Gebäude haben? Das ist Moos hier auf dem Boden, würde ich sagen. Ja, eines Tages willst du keine Wache mehr sein. Kann ich verstehen. Will ich auch nicht. Ist auch schön, dass ihr das nicht hört. Tja. Nochmal schnell speichern. Ich wollte speichern.